Zu einer wirklich guten Reiseplanung gehören zwei Buchstaben. Das A und, wie soll es anders sein, das O. Naja, eigentlich fehlt da noch ein G. Bitte dranbleiben. Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Christian und in Sachen Reiseplanung immer für dich da. Schon mehrfach habe ich auf diesem Kanal Tipps gegeben, wie man sich auf einen Roadtrip vorbereiten sollte. Dazu zählen neben einer guten Streckenplanung, der Ester-Anmeldung und der Tourbuchungen auch die finanzielle Absicherung der Reise. Neben einer Kreditkarte, die es in sämtlichen Unterkünften oder auch zur Abholung eines Mietwagens bedarf, sollte man grundsätzlich noch dafür sorgen, dass man bei deren Ausfall nicht mittellos dasteht. Es kann ja sein, dass du die Karte verlierst, sie gestohlen wird oder einfach nicht geht. Beispielsweise, weil der Chip oder der Magnetstreifen nicht mehr einwandfrei funktioniert. Zur Vorsorge rate ich daher, mindestens eine weitere Karte mit sich zu führen. Sei es eine zweite Kreditkarte oder zumindest eine Girocard, mit der es die Möglichkeit auf dein Konto zuzugreifen. Im Bestfall hast du noch ein Zweitkonto, auf das du im Notfall Zugriff hast. Der Grund, warum ich das alles jetzt erneut erwähne, ist folgender. Wir besuchten eine Alligator Farm in St. Augustine, Florida. Von dort aus ging es für uns über die Staatsgrenze nach Brunswick, Georgia und ich musste tanken. An der Tankstelle angekommen, musste ich jedoch feststellen, dass ich offenbar mein Portemonnaie verloren hatte. Darin meine Kreditkarte, Girokarte, Führerschein, Personalausweis und Bargeld. Das ist nicht schön, aber es gab ja noch die Ersatzkarte in der Geldbörse meiner Frau. Damit bin ich zum Automaten gegangen, habe Geld abgehoben und konnte voll tanken. Motel und Deposit, also Pfand, musste ich bar bezahlen, was aber kein großes Problem darstellte. Am nächsten Morgen habe ich der Dame an der Rezeption des Motels die Situation erklärt und sie gebeten, bei der Alligator Farm im 180 Kilometer zurückliegenden St. Augustine anzurufen, wo man mein Portemonnaie auch tatsächlich gefunden hatte. Ich gab die Adresse einer unserer zukünftigen Unterkünfte an, wohin eine freundliche Mitarbeiterin der Farm einen Expressversand veranlasste. Damit wusste ich schon mal, dass ich alles wiederkriege. Puh. Die nächsten Tage gingen für uns normal weiter. Wir fuhren unsere Strecke, mussten tanken, essen, Hotels und Eintritt bezahlen und checkten derweil in Gatlinburg, Tennessee ins Hotel ein. Das ging zum Glück über die Kreditkarte, auch wenn ich sie gar nicht bei mir hatte. Geld hatten wir jedoch an dem Abend schon keins mehr. Das wiederum hatte folgenden Grund. Bettinas Girokarte lief zum Jahresende ab und sie hatte eine neue Karte zugeschickt bekommen. Beide befanden sich in ihrem Portemonnaie. Nach Informationen unserer Bank sollte die neue Karte dieselbe PIN benötigen wie die alte. Das ging aber irgendwie nicht. Mit der alten Karte hatte ich zuletzt an der Tankstelle noch Bargeld bekommen. Dass sie von da an als abgelaufen galt, konnten wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen. Auch nicht, dass die PIN zur neuen Karte am Automat als incorrect gelten würde. Jetzt also folgende Situation. Es ist 9 Uhr morgens, in Deutschland ist es 3 Uhr nachts. Die Banken haben zu und um 11 Uhr wollen wir unsere Tour fortsetzen, damit der Vlog nicht abreißt. Mein Portemonnaie ist auf dem Weg in unsere Richtung, aber erst übermorgen zurückzuerlangen. Die anderen Ersatzkarten gehen nicht. Der Tank ist leer, wir haben noch $4,45 und müssen weiter. Jetzt gut aufpassen. Wichtiger Tipp. Vor dem Urlaub habe ich bei einem Goldhändler eine 1/4 Unze Gold in Form einer Anlagemünze gekauft, um auch in der allergrößten Not noch eine gewisse Sicherheit zu haben. Davon, dass ich sie tatsächlich mal brauchen werde, bin ich natürlich nicht ansatzweise ausgegangen. Wir verstauten sie beim Kofferpacken in einer der kleinen Innentaschen und mussten sie in unserer misslichen Lage nun wieder rauskramen. Damit bin ich zum Welcome Center in Gatlinburg gefahren und habe der Dame am Schalter die Situation geschildert, dass ich mein Gold eintauschen möchte, aber nicht mehr genug Benzin und auch kein Geld zum Tanken habe. Da gibt sie mir doch tatsächlich $20 aus ihrer privaten Geldbörse, damit ich tanken und zum nächstgelegenen Pawnshop in 25 Kilometern Entfernung fahren kann. Hammer. Dass es noch so Menschen gibt, die so selbstlos einem Fremden ihr Vertrauen schenken und ihm ungefragt zur Seite springen. Eine echt noble Geste. Die $20 wurden gegen Benzin eingetauscht und ich fuhr damit in den Nachbarort Sevierville zum Händler. Ein Pawnshop ist so ein Pfandleihhaus. Vielleicht kennst du das aus dem TV, wo Leute ihre Uhr gegen Bargeld eintauschen, um sie einige Tage später wieder auszulösen. Oder so ähnlich. In genau so einem war ich. Natürlich konnte ich dort nicht filmen.
Damit du dir aber in etwa ein Bild davon machen kannst und dir nicht einen Kiosk vorstellst, in dem mir irgendein schmieriger Typ mit Sonnenbrille und Feinrippunterhemd im Tausch gegen meine Goldmünze einen unregistrierten Revolver anbietet, möchte ich dir lieber das Bild eines betagten Antiquitätenhändlers im maßgeschneiderten Herrenanzug mit Monokel und Taschenuhr am Revers vermitteln. Also schon eher ein Laden, in dem ich mir schlecht angezogen vorkam mit Sneakers, Jeans und einfacher Steppjacke. Die Goldmünze wurde fachmännisch mit Lupe und Mikroskop auf ihre Echtheit geprüft und man offerierte mir eine tagesaktuelle Goldankaufsumme von $454,25, die ich dankend annahm, um anschließend mit ruhigem Gewissen nach Gatlinburg zurückzukehren, um der Dame am Welcome Center ihr Geld plus einen Extrabonus zurückzugeben und die Nerven meiner Frau Bettina zu entlasten. Zwar hat uns das Ganze etwas Zeit geraubt, aber ohne das Gold wären wir wohl deutlich schlechter dran gewesen. Wo ich da gerade so erzähle, fällt mir ein, dass ich der Bank noch ein Bad abmachen wollte. Na jedenfalls konnten wir unsere Reise jetzt einfach fortsetzen und zwei Tage darauf mein Portemonnaie wieder in Empfang nehmen. Übrigens wurde die Expresssendung von Bargeld aus meinem Portemonnaie bezahlt und sowohl die Dame von der Alligator Farm als auch die Empfangsdame des Motels erhielten für ihren Aufwand eine Entschädigung von mir. Auch zuletzt genannte hat ihr persönliches Smartphone genutzt, um mir mit dem Anruf bei der Farm helfen zu können. In Sachen Hilfsbereitschaft also zwei Daumen hoch für die Amerikaner. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du im Urlaub schon mal sowas Ähnliches erlebt hast oder ob ich der einzige Freak bin, dem so viele Schicksalsschläge hintereinander gelingen. Ansonsten danke ich dir fürs Dranbleiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir aber erstmal eine gute Zeit. Tschüss!